Ein halbes Jahr nach den Schüssen auf seine Stieftochter muss sich Roy El-Halabi nun vor dem Berliner Landgericht verantworten. Er soll der ehemaligen Boxweltmeisterin Rola El-Halabi vor einem Kampf am 1. April in Berlin gezielt in Hände und Beine geschossen haben. Thomas Ulsch von Radio 7 hat den Prozessauftakt mitverfolgt und ein Teilgeständnis des 44-Jährigen gehört. Ja, er hat dann erstmal in die Decke geschossen, ist in die Kabine, hat alle aus der Kabine rausgeschickt. Rola stand ihm mit ausgestrecktem Arm entgegen und da hat er direkt in die Hand geschossen und dann noch auf Fuß und Bein. Ich war nicht mehr ich, hat er dazu gesagt, und dass er sich nicht mehr genau an den Ablauf erinnern kann. Der Richter hat ihn gefragt, warum er mehr als einmal geschossen hat und ob er damit eine Absicht hatte. Keine Ahnung, hat Rolas Vater darauf gesagt. Er will einen Blackout gehabt haben. Das klang für den Richter sehr seltsam, denn Rolas Vater hatte ja droht, Rolas Karriere zu beenden. Rola selbst hat vor der Aussage den Gerichtssaal verlassen. Für den Prozess sind 4 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll dann im Oktober fallen.